Es heißt, dass die Elbe Europas bestes Thundergewässer ist. Hier am Ende in Richtung Mündung Hamburg ist die Elbe richtig schön trüb und die Köderwahl ist besonders wichtig. Und naja, was soll man sagen? Der Köder muss unter Wasser auffallen. Es werden viele UV-Köder genommen. Es wird gestritten darüber, ob man schwarze, weiße UV-Köder am besten sieht. Wir werden heute mal Folgendes probieren. Wir lassen heute mal Köder mit der Drohne runter und werden uns dann anschauen, ja, wie tief man überhaupt in der Elbe schauen kann und bis in welche Tiefe die Köderwahl, die Köderfarbenwahl überhaupt noch Sinn macht. So, jetzt sind wir schön auf dem Ponton, hinter uns die Elbe und was wir zuerst brauchen sind Köder. Wir werden hier einmal schöne UV-Köder nehmen, einmal einen orangefarbenen, der wirklich schön gelb leuchtet, wenn er unter UV-Licht ist. Dann haben wir hier nochmal einen dunklen, der einfach UV-Elemente hat, hier an der Schwanzflosse nochmal. Und Challenge ist dieser weiße Köder hier, der einfach nur weiß ist. Was brauchen wir noch? Köder sind nicht alles, wir brauchen noch eine Drohne. Die haben wir hier, die lassen wir ins Wasser runter und wenn wir unten sind, dann werden wir uns einfach mal anschauen, wie die Köder vor der Drohne rumspielen und wie gut sie sichtbar sind. Und damit wir auch mit der Drohne runterkommen, brauchen wir noch ein Kabel, 30 Meter hier, weil Funk unter Wasser einfach nicht funktioniert. Ja, wir sind jetzt mit den Ködern der Drohne unter Wasser, kurz unter der Oberfläche. Wir haben das Bild mal ein wenig angehalten. Was zum Erkennen? Auf der linken Seite in 30 cm Tiefe sehen wir den farbigen schwarzen Köder. Der mit der, hier, die weißen Streifen sind gut zu erkennen auf dem dunklen Körper. In der Mitte haben wir den weißen Köder, der sich auch schön absetzt hier im Wasser und noch im Sonnenlicht funkelt. Auf der rechten Seite haben wir den roten Köder, der ist jetzt noch nicht ganz so gut zu erkennen, aber das Rot selbst sollten wir auch ein bisschen tiefer noch sehen, da das rote Licht in trüben Gewässern halt sehr tief eindringt, im Gegensatz zum kurzwelligen UV- oder blauen Licht. Ja, und das ist auch schon das Ziel, ob wir einen UV-Effekt erkennen. Dafür brauchen wir keine Schwarzlichtlampe, denn wenn das Tageslicht nahezu verschwunden ist und das UV-Licht am stärksten vorhanden sein sollte, dann müssten wir auch einen UV-Effekt erkennen. Das heißt, in einer gewissen Tiefe hier müssten wir ein Leuchten des Köders sehen. Ich bezweifle aber, dass wir das in der Tiefe sehen, denn da dürfte kein UV-Effekt mehr vorhanden sein. Aber wie gesagt, das Orange des Köders sollten wir trotzdem erkennen können. So. Wir starten dann mal mit der Drohne und lassen sie ein bisschen tiefer ins Wasser und genießen einfach mal die Köderbewegung und wie sie sich vom Hintergrund ja einfach abheben, so kurz unter der Oberfläche. Wir waren immer sehr beeindruckt von dem Sonnenspiel, was wir da haben. Also wie die Sonne, das Sonnenlicht dann auf den Ködern reflektiert, wie Schatten und helle Oberflächen dann ja, zu sehen sind. Wir sehen hier schon, also ich für meinen Teil zumindest, dass der rote Köder hier ja, so ein bisschen leuchtet. Ob das jetzt UV-Effekt ist, weiß ich jetzt nicht, aber man sieht das Rot ganz gut. Bisschen stärker zu sehen ist der Schatten des weißen Köders auf der Unterseite und vor allem die helle Oberseite. Also es ist ein schönes Schattenspiel. Den dunklen Köder, der ist hier irgendwie aus dem Bild gerutscht. Da hat sich was wahrscheinlich irgendwie gelöst. Wir hoffen mal, der kommt gleich nochmal ins Bild rein. Man sieht auch hier bei dem weißen Köder hier schön die Ecken, die dann in der Schwanzflosse eingearbeitet wurden. Also die werfen auch nochmal schönen Schatten. Aber ansonsten sind ja beide Köder zu sehen. Der rote ist eher so ein Farbklecks, so ohne Konturen. Man weiß nicht, wo er aufhört. Oh, jetzt haben wir hier den dunklen Köder, der hier rein, ne, kommt. Sehr schön. Hier sieht man die weißen Streifen noch auf dem Dunkel wieder weg. 3 Meter Tiefe sind wir jetzt. Hat sich jetzt nicht so viel verändert. Wir sind mal gespannt,
wann es dann so ein bisschen dunkler wird. Aber wir sehen hier auf jeden Fall die weiße Schwanzflosse des schwarzen Köders. Wirklich echt super. Das Braun ist ebenfalls noch gut zu sehen. Jetzt sind wir bei 4 Meter. Jetzt wird es ein bisschen schwer mit Sehen. Mal gucken, wann es dunkel wird. Das Weiß ist gut sichtbar. Ja, das Rot ist eher so, ich weiß nicht, eher so ein Farbtropfen in der Elbe oder so. Wir können hier den schwarzen Köder sehen, ein bisschen schwer im Sonnenlicht, aber ja, Strom sparen. Mit vollem Akku macht das mal mehr Sinn, aber wir sehen hier beim dunklen Köder sehr schön die weiße Schwanzflosse. Also die ist echt gut sichtbar. Auch die weißen Streifen auf dem dunklen Köder. Ja, 4:20 jetzt ist schon richtig dunkel. Ja, und so eine weiße Schwanzflosse scheint auch gut zu sein, um so einen Zander vielleicht nochmal zum Nachbiss zu animieren, ne? Wenn man das so gut sieht. Ja, aber tatsächlich hier das bisschen Licht, was noch, da haben wir gerade die Schwanzflosse gesehen, das bisschen Licht, was noch da ist, das reflektiert sich an den hellen Oberflächen hier tatsächlich am besten. So 4,60 Meter. Gleich müsste es ja richtig dunkel sehen. Ist jetzt hier, wie gesagt, auf dem Smartphone-Display nicht so gut zu sehen. Und mal gucken, wann es tief wird. Und ja, jetzt haben wir den Grund erreicht. Also jetzt sind wir schon am Grund. Es ist so gut wie nichts mehr zu erkennen, jedenfalls nicht hier. Vielleicht ist es im Studio am Monitor noch ein bisschen besser. Aber wir gehen mal einfach nach oben und ja, sprechen über die Resultate. Ne? Ja, spannende Erkenntnis heute. Wir haben hier einen Voll-UV-Köder. Wir haben hier einen UV-Köder mit Elementen und ein paar Streifen dran und den weißen Köder. Ja, und ganz eindeutig ein Sieger, der alles in den Schatten gestellt hat, weil er so schön geleuchtet hat. Dieser weiße Köder war bis in die Tiefe wirklich maximal sichtbar. Auch wirklich noch gut erkennbar vor der Drohne. Der UV-Köder hier, schön orange, war ja eher ein Klecks in der Tiefe. Dieser Köder hier hat zwar schicke UV-Elemente, aber das Einzige, was richtig gut sichtbar war, war tatsächlich hier die helle Schwanzflosse und auch die Streifenelemente. Ja, damit steht fest, weiß ist der Sieger. Welchen Köder kann man in der Tiefe wirklich noch sehen? Hier in der trüben Elbe. Nimmt die Info, macht was draus, mailt uns an, welche Erfahrungen ihr gemacht habt. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder und zwar mit diesem Thema hier. Und wer jetzt noch nicht genug hat, kann sich auf unserer Homepage www.fischfindertest.de/köderwissen mit OE noch ja, informieren, ein paar mehr Videos sehen, einfach draufklicken und viel Spaß. Wer auch mal Lust hat, was zu lesen oder was zu verschenken oder mit ans Wasser zu nehmen, unser Buch Köderwissen, wie sehen Fische deine Köder unter Wasser, könnt ihr jetzt bestellen, könnt ihr euch jetzt holen und entweder unter den Gabentisch packen oder einfach lesen und mehr Fische fangen.